Freunde, was soll ich euch sagen? Ja, ich habe vorhin ein Video hochgeladen über diese Juju. Ich habe jetzt erfahren, dass sie eigentlich Layla heißt, aber sich Juju nennt, weil sie auf jeden Fall in ihrer Gegend, ja, auf Nudelsalat genannt wird. Wir haben hier auf jeden Fall Special Guest, mein Bruder Niki. Wir haben gerade gestreamt und deswegen ist er jetzt mit dabei. Er wird nicht viel reden, weil er so oder so nicht viel redet, aber er ist trotzdem da. Layla, was denkst du dir eigentlich, ja? Was denkst du dir eigentlich dabei? Greifst jetzt meine Familie an und diese Filme? Egal, versprochen, wir machen aus dir die neue Gülo. Schaltet die Glocke ein, um nichts mehr zu verpassen, meine Freunde. Ja? Gebt euch einfach dieses Video. Ich glaube, die meisten haben schon mitbekommen, was passiert ist. Ich habe sie dafür kritisiert, dass sie sich da vor die Kamera stellt, zusammen mit diesem Rambo, Gottverdammt, und man schon ihre Schamlippis fast sieht und, ja, sich darauf aufgeilt, wenn Männer sich darauf aufgeilen. Na, ne? Ganz, ganz krank, Bruder. Ganz, ganz krank. Ich verspreche es dir. Walla, was wir jetzt mit dir machen werden. Egal. Guckt euch einfach das Video von Anfang bis zum Ende an. Besorgt euch Chips, Mips, Dips, Popcorn. Nicht durchdrücken, genießt einfach nur dieses Video. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Was gemacht? Er soll platzen. Scheiße. Was haben? Was er sagt, er redet von seiner Schwester. Leute, Boxhandschuhe sind drin. Jalla, Leute, alles mal fünf. Alles mal fünf. Schießt alle. Wer führt, darf reden. Ab 100 Punkte. Bitte, Leute, keine Rosen. Leute, ab 100 Punkte, der führt da Frieden, macht die Anika. Leute, Boxhandschuhe sind drin, bitte nutzt das aus. Wir müssen in die Rangliste kommen. Wir müssen in die Rangliste kommen, wir haben uns das verdient. Wir haben uns das verdient, Leute. World of Winner, vielen Dank, Mercedes, danke schön. Vielen, vielen Dank an alle Leute, ihr seid einfach nur geisteskrank geil. Wir haben uns das verdient. Amarachim, was hast du jemals in deinem Leben gemacht, außer deinen Arsch vor die Kamera zu halten? Du Opfer, du machst die kleinen Kinder verrückt. Mehr hast du in deinem Leben nicht geschafft. Geh mal arbeiten, Lan. Er macht sich nur über Frauen lustig. Er kann es nicht mit den Männern. Er erniedrigt nur Frauen. Er macht das bei Gülo. Er macht das bei mir. Aber wisst ihr was? Ich schenke ihm diese Aufmerksamkeit nicht mehr. Gülo ist ein Orospo. Dankeschön, Gökhan. Lejanko ist ein Orospo. Genau. Nein, Gülo ist ein Orospo. TikTok Sport nicht, hallo, haha. Gökhan, ich küsse deine Augen dafür. Wer ist denn überhaupt die Junko, ja? Leute, er schielt, der Typ ist am Schielen. Wie könnt ihr überhaupt sowas ernst nehmen? Wie könnt ihr ihn überhaupt ernst nehmen, ehrlich jetzt? Okay, Niki, seit wann schiel ich, Bruder? Bruder, ist mir auch neu. Schiel ich, Alter? Egal, okay, was eine Beleidigung. Wow, Amanaruim, ich schiele. Okay, wow, boah, der hat mich jetzt richtig getroffen, Bruder. Ich geh in die Psychiatrie, ich lass mich einweisen. Amanaruim, tamam, okay, ich schiele jetzt. Boah, hast du mich krass gedisst. Land, du kleine Scharmut, wenigstens musste ich mich nicht ausziehen, damit Leute mir was spenden. Zusammen, guck Leute. Mal, hört mir zu. Er macht zig Videos über Arafat, nur um am Arafat seine Eier ranzukommen und Arafat schenkt ihm nicht mal diese Aufmerksamkeit. Und ich schenke ihm das auch nicht. Er soll platzen, okay? Egal, was er sagt, er redet von seiner Schwester. Leute, Boxhandschuhe sind drin. Jalla, Leute, alles mal fünf. Alles mal fünf. Schießt alle, wer führt, darf reden. Ab 100 Punkte. Bitte, Leute, keine Rosen. Leute, ab 100 Punkte, der führt, darf reden. Macht die Messer! Er redet von seiner Schwester, sagt sie. Junge, du musst diese Lachsound selber benutzen, damit du denkst so, dass du lustig bist. Du bist nicht lustig, niemand lacht. Nicht mal der neben dir lacht, Amanakoyim, du Abgangsschülerin. Hättest du wenigstens in der Schule aufgepasst, müsstest du jetzt nicht bei kleinen Kindern nach Geld betteln. Aber Mom, geh mal arbeiten, Amanakoyim. Gesundheit, mein Bruder. Guck, ich sag die Wahrheit. Du 80. So, Leute, hört mir zu. Themawechsel. Tippt alle auf den Bildschirm, okay? Wer führt da Frieden? Was ist los da drüben? Warum supportet ihr Göcker nicht? World of Winner. Schreibe ich. Ja, ja, komm, schick mir jetzt das alles deinen Rücken. Ne, ich werde eh auf Anruf für dich rangehen. Ja, ne, kannst versuchen, was du willst. Und in diesem einen Boxkampf bist du auch rumgelaufen wie so eine Escort, als wärst du irgendeine Escort von irgendeinem Rapper. Im Grunde genommen wird der Mund genommen. Ja, du Stück 30 Euro an meiner Kräume, redet du gar nicht. So, du hast wirklich in deinem Leben nichts gerissen. Du hast wirklich nichts geschafft. Das Einzige, was du machen kannst, ist deinen Körper zu präsentieren. Wow, Happy Birthday an meiner Kräume. Mach OF, da passt genau zu dir, Alter. Das ist Tam deine Baustelle. Und im Endeffekt wird der Schwanni reingesteckt. Doch in dein Land zurück. Du 80. Die sagt einfach zu mir, ich soll in mein Land zurück. Das sagt sie. Die sagt das Land an meiner Röhe. Du bist doch genauso Ausländerin. Ich bin auch ein Ausländer. Und jetzt? Aber was hast du jemals für dieses Land getan? Ich könnte schwören, Bruder, ich könnte meine Eier jetzt hier auf den Tisch packen, die verbrennen lassen sogar. Oder die hat nicht mal ein Gewerbe. Wallah, Billa, die hat nicht mal ein Gewerbe. Vertrau mir, Bruder. Die hat IQ wie Ameisenbeine. Aber egal, mach mal weiter so. Mal gucken. Ich leg meine Eier ins Feuer, Bruder, wenn die Gewerbe angemeldet hat. Tamam, zeig uns Beweis. Bruder, wallah, die sind seit 2 Monaten auf TikTok, die machen auf Präsident. Wallah, Bruder, ich schwöre auf alles, was mir ehrlich ist. Die haben doch gar nichts von dieser Szene gesehen. Aber egal, wir machen die zu meinem.
meinem Thema, tamam? Lechara meine ich, Lechara. Vier Rosen, ihr Süßen, vier Rosen. Leute, schreibt die mal in den Chat, wen ich meine. So einen kleinen Peach meine ich, TikTok sportlich. Peach kannst du deinen dritten Stiefvater nennen. Keine drei Männer haben es geschafft, dich zu einer richtigen Frau zu machen. Aber der vierte wird es schaffen und ich bin dein Stiefvater. Abdurrahim Khigolo Nummer Uno. World of Winner, Bubu, dankeschön. Ihr seid die Besten. Vanya, dankeschön. Er will die ganze Zeit an Arafat seine Dashaks rankommen, aber Arafat schenkt ihm diese Aufmerksamkeit nicht. Oh, ich hoffe, dieser eine, wie heißt der Jay? Wie heißt der? Verona, wie heißt dieser eine YouTuber? JFK oder so? Wie heißt der eine? Allah Khalik, wer ist JFK, lo? Wallah, meint die John F. Kennedy? Amanarim, der wurde schon lange erschossen, Alter, weil die Rede von John F. Kennedy, Amanarim. Was labert die, Wallah, Bruder, bitte. Was Sonderschülerin, was soll man dazu bitte sagen? Die versucht jemanden zu fronten mit einer Sache, Wallah, und die kackt voll rein. Bruder, Wallah, die scheißt einfach rein. Was soll man bitte zu so einer sagen? Ich hab so einen großen Jara. Bruder, Wallah, hat der Vater mal gegen den Ofen gespritzt, Amanarim. Hätte man jetzt nicht so einen Sonderfall vor uns, Alter. Hm? Immer wenn ich so viel Red Bull trinke, dann habe ich Herzrasen, dann muss ich erstmal klarkommen. So. TK92. Ich komme aus Berlin. TK, ich küsse deine Augen. TK, weißt du was? World of Wunder, ich komme aus Berlin. Ich sag euch jetzt mal was, okay? Merkt euch eine Sache. Soll die ganze Welt da draußen mich hassen, mich darstellen, als ob ich eine Billige wäre. Ja, bist du, Niki? Ja, auf jeden Fall. Ja, bist du? Oder was auch immer. Hauptsache, ich weiß, wer ich bin. Es interessiert mich nicht, was die Menschen von mir denken. Meine Ängsten wissen, was ein Herz ich habe. Die wissen, ich bin großzügig, ich bin hilfsbereit. Ich habe ein großes Herz und ich helfe, wo ich helfen kann. Wenn irgendein AD wie Lee Junko, dieser Peach TikTok sportlich, mich in sein YouTube-Video für sein Fame, für sein Geld erniedrigen, lass ihn erniedrigen. Soll er mich erniedrigen? Ich nehme solche Menschen nicht mal wahr. Wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, ich würde ihn nicht mal mit meinen Arsch angucken. Ja? Er denkt, das kommt an mich ran, aber das kommt nicht an mich ran. Das kommt nicht an mich ran. Ich bin nicht wie diese anderen Weiber, die, oh mein Gott, was sagt er da über mich? Oh, das interessiert mich ein Scheißdreck. Alles, was er sagt, er redet von seiner eigenen Schwester, nicht von mir. Merkt euch das. An was willst du von meiner Schwester? Seit wann habe ich überhaupt eine Schwester? Ja, Maniak, wo? Seit wann, Mann? Gesundheit, Niki? Gesundheit. Werden wir sehen, wie es dir nicht zu nahe geht, ne? Amanakoyim, sie redet davon, dass es ihr nicht nahe geht, aber redet seit gefühlt 30 Minuten nur über mich. Bruder, Wallah, die redet nur über mich die ganze Zeit in ihrem Livestream. Aber egal, mit den 70 Zuschauern kannst du die ja unterhalten, so. Ist gar kein Problem. Restaurant was? Nein, Mesa, ich kenne dieses Restaurant nicht, meine Liebe. Ich bin 1,58. Merkt euch jetzt das, okay? Ich würde niemals gegen jemanden schießen, der nicht gegen mich geschossen hat. Ich bin nicht so ein Mensch. Ich mag das nicht, andere zu demütigen, auf andere Fame aufzubauen, auf andere mich so lustig zu machen. Das ist nicht mein Charakter. Entspricht so ein Scheiß nicht. Ja, diese Menschen, die sowas machen, die haben mit sich selber Probleme. Die sind mit sich selbst unzufrieden. Wallah. Soll die ganze Welt mich hassen? Interessiert mich nicht. Hauptsache, der da oben weiß, wie ich ticke. Team Juju, World of Winner, ich küsse doch dein Herz. Küsse doch deine Augen. Amanakoyim, die denkt wirklich lang, die hat Fans. Ne? Dieser World of 80s spendet dir nur Geld, weil er dich geil findet. Der findet dich einfach geil, du halbe Truthahnfresse. Tamam, ne? Wallah, was denkst du, wer du bist eigentlich? Ja, die will jetzt auch noch über Gott sprechen und so. Oder die? Die möchte jetzt über Gott sprechen und so. Bitte guckt euch mal ihre Seite an. Ne? Was hat sie jemals überhaupt mit solchen Themen zu tun? Bitte sei mal ganz leise. Du hast so oder so das Leben komplett falsch verstanden. Hör auf, Gottes Namen mit da reinzunehmen. Wenn du so oder so in deinem TikTok nur rumbeleidigst, nur Fitner machst, andere schlecht redest, ja? Du redest über mich, du sagst, ich mach Leute schlecht. Du bist doch die Person, die jeden beleidigt, die alles und jeden beleidigt. Sei du mal ganz leise. Du ein unerzogenes Stück Dreck. Tamam. Warte, über dich wollen wir gar nicht anfangen. Du hast es gar nicht verdient eigentlich, dass ich auf dich reagiere, aber ey, komm, wir machen das mal. Wir geben dir mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, jetzt bist du mal irgendjemand. Im Grunde genommen wird der Mord genommen. Schlimme Sachen über mich. Aber egal. Die denken, ich bin wie diese anderen TikTokerinnen, die so eine Szene machen. Nein, ich chille. Ich chille. Was hast du mir gestern da geschrieben? Bist Fame geworden. Natürlich, wenn ich mit drauf bin, würde ich
ich muss mit ihm allein. Da kenne ich euch alle nicht mehr. Man hört dich nicht. Da kenne ich euch alle nicht mehr. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Crazy Vanilla, ich gebe dir mein ganzes. Warte, ich komme sofort wieder. Ich höre dich nicht. Tam, yalla. Tamam, soll ich dir mal jetzt was sagen? Mit Ansage sogar. Du wirst die nächste Gülo, tamam? Schalte die Glocke ein. Mit dir werden wir sehr viel Spaß haben. Vertrau mir. Im Grunde genommen wird der Mob genommen. Jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich. Was schreibst du mir gestern? Du bist famous, fame. Adriano, guck mal, Habibi. Ich muss doch an meinen eigenen Arsch denken. Wenn ich nicht an meinen Arsch denke, wer denkt denn sonst an meinen Arsch? Denkt denn sonst an meinen karamelligen Arsch? Warte mal, habe ich irgendwann dir was nicht gegönnt oder so? Nein, das geht nicht darum, Adriano. Aber ich muss gucken, wo ich bleibe. Ich kann nicht mit nur. Ich kann nicht. Nein, Walla, ich mag dich. Du hast mich abgelehnt für ein 80, der mein. Er ist kein 80. Nein, er ist kein 80. Mach keinen Fitner. Er ist mein 80 unter meinen Eiern ist der. Genau. Egal. Yalla, ich wollte dir nur Hallo sagen. Ich gehe jetzt raus, mein Bester. Ja, ist ciao, so. Ciao, siehst du? Ciao. Sie sagt, sie muss gucken, wo ich bleibe. Lang gearbeiten. Bitte lang gearbeiten. Du wirst höchstens nur mit UF was erreichen, tamam? Mach UF. Passt doch eh zu dir. Du hast doch eh nichts zu verlieren. Ja, nicht Sheriff Jok, Ehre Jok, Stolz Jok, Nix Jok. Mach UF, Amenakri. Ich hier hochgebracht. Ich habe mich an niemanden geklammert wie so ein Klammeräffchen, damit ich Fame kriege. Ich habe das alles alleine aufgebaut. Warum soll ich jetzt irgendwelche No-Names mit mir hochziehen? Macht euer Ding einfach alleine. Guckt, wo ihr bleibt. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Tamam, sorry, lo. Amenakrim, die kriegen ein Babylöwen gespendet und denken jetzt wirklich so, die sind Hollywood, Amenakrim, rote Teppich. Lan, ich eff euch TikToker, Walla. Die denken wirklich so, die sind Stars, ne? Amenakrim, kommt meine Felgen putzen, Lan. Walla, ich geb euch Geld. Ich schwöre bei Gott. Mit wem warst du am Anfang immer live? Ich war am Anfang World of Winner. War ich auch mit so Leuten live, die nicht bekannt auf TikTok sind. Dann war ich halt öfters mit Youssef live, das war's. Aber ich war nicht so mit den großen TikTokern, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, live. Ich muss gucken, wo ich bleibe, Wallah. Ich habe mich alleine hochgebracht. Ich habe mich weder in diese Fitna reingeholt und weder mitgeredet. Ich habe nichts mit diesen ganzen Sachen zu tun. Ich habe mich auch nicht an die Leute, die Fame sind, so geklammert. Ich lade mich ein. Wenn mich jemand abgelehnt hat, habe ich das akzeptiert? Ich habe die nicht voll gespammt. Ich sag euch ehrlich, ich schäme mich. Warum soll ich die voll spammen? Ich würde das jetzt auch nicht wollen. So, aber die Leute checken das nicht. Die wollen alle was von meiner Reichweite. Leute, baut euch bitte alleine auf. Ja, ich bin hier nicht die Aufbaustation. Amenakrim, die hat 70 Zuschauer und redet so. Lanzette geht Amenakrim. Wallah, die denkt wirklich so, die hat was geschafft. Möchte gern Star, Amenakrim, 70 Zuschauer auf TikTok und denkt wirklich so, die ist Ronaldos Frau? Bitte, ja, geh mal deine Küche aufräumen, Amenakrim. Walla, Teller hat sie noch gar nicht gewaschen. Bruder, was ist das für Menschen, bitte, ja. Alle Herzen rein, yalla. Guten Abend, Vicky, mein Schatz, wie geht's? Lappai, danke schön. Lade Rambo wieder, mach ich auch. Wo ist er denn? Warte, ich gucke, wo er ist. MC, danke schön. Die schicken mir Einladung, ich hab abgemacht. Danke schön. Wo bist du? Es geht um dir. Oh, du, meine Liebe, erhol dich mal schön. Jesiden, was ist denn los, meine Liebe? Ich krieg nicht alle Kommentare. Warum denken immer alle, dass ich das absichtlich mache? Ich mache das ja nicht absichtlich. Ich krieg einfach die Kommentare nicht. Dafür kann ich doch nichts. Leute, ich kann nicht so vielen Leuten antworten, das geht nicht. Hallo, das geht nicht. Sie hat 70 Zuschauer, Bruder. Die ist Hollywood-Star, geht nicht. So, die kann niemandem antworten. Die hat 7000 auf Insta, 70 Zuschauer bei TikTok. Aber ey, die kann niemandem antworten, die darf gar nicht, Bruder. Die muss erst Management fragen, weil die ist ja jetzt bei Sony gesigned, weißt du? So, die ist jetzt jemand. Halt deine Schnauze, bitte. Geh arbeiten, bitte. Nein, mit anderen Personen mache ich keine Strafe. Weißt du, was wir für Strafe machen? Wir machen Strafe, yani, lama ana andi 100 Punkte, fi ahki. Lama andak inta 100 Punkte, ana ahki. Diese Strafe hat, aber nicht jedes Mal, Juju muss tanzen, Juju muss Sport machen. Ich bin kein Clown. Ich mache nur, guck mal, ich mache nur das, worauf ich Bock habe.
Aber nicht dieses, ich muss jetzt Strafe machen. Ich mag das nicht. Wenn ich Bock habe zu tanzen, ich tanze. Wenn ich keinen Bock habe, ich mache nicht. Ich bin auch tanzen. Du bist gesehen, alle. Ich gesehen, ja. Du bist, ich bin, ich sage Strafe. Keine Problem. Ich bin, ich sage, du bist gesehen, alle diese. Herr Bijikako. Alle diese oder ich, alle diese ich. Aber nein, nein, Abu Daya, bitte mit Strafayat Mafi. Ja, jetzt ist sie auf einmal anständig geworden, Bruder. Aber mit Rambo konnte die Fitness-Livestream machen, hat aber extra ihre Schamlippis gezeigt. Ne, ich will jetzt gar nicht darüber sprechen. Ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine mit Schamlippis. Ne, Schamlippis, weißt du. Aber darüber, man hat bei dir alles gesehen. Man hat bei dir alles gesehen und du hast es extra gemacht. Man hat alles bei dir gesehen. Und jetzt willst du mir auf anständig machen, oder was? Wallah, schäm dich mal ein bisschen. Kleine Kinder schauen dir zu. Die sehen dich vielleicht als Vorbild, die ein oder andere. Ich kann man zwar nicht als Vorbild nehmen, aber die ein oder andere sieht dich wahrscheinlich als Vorbild, weil sie noch jung ist und keine Ahnung vom Leben hat. Schäm dich mal ein bisschen, Land. Sei doch wenigstens anständig bei den kleinen Kindern, du Gött. Nein, wenn ich jetzt mein Popo zeige, schicken ja deine Leute, schießen extra, damit sie das sehen. Und ich bin nicht blöd. Deswegen mache ich nicht mit. Nö. Nö, nö, nö. Jojo. Ja. Jojo, guck mal. Du weißt, wallah, ich bin im Pressure-Bild direkt. Du weißt, diesen Rambo. Warum du musst schicken alle ich und kommt alle ich Rambo? Ich bin nicht lieblich, ich mag dich mal Rambo spielen. Verstanden? Ich bin spielen im Middub alleine. Und aber Abu Daya, ich will diese Strafe. Mach ohne Strafayat, wir spielen. Was? Ohne Strafayat, wir können gerne spielen. Ohne Strafayat nicht gut. Warum nicht gut? Weil du kein Support kriegst. Warten, ja, Juju, warten, gesehen alle ich. Guck mal. Das ist hier Joe Feuer, verstanden? Khalas, Abu Daya, ich spiele nicht, ich gehe. Bitte geh offline und komm nie wieder. Bitte geh offline und komm nie wieder. Besser für dich, vertrau mir. Oder bleibt alles da drunter? Wieso hat man solche langen Nägel? Ich verstehe das nicht. Willst du jemanden das Auge ausstechen? Ja, willst du das? Guck mal, wer gegen mich schießt, der muss mit Konsequenzen rechnen. Endlich komm. Halt sie ihre Schnauze, halt deine Schnauze! Rede nicht! Halt den Mund! Sei doch leise! Ich führe doch! Ich führe! Heiligsbeche, du Ehrenmann! Leute, schießt! Alles mal fünf! Alles mal fünf! Leute, Lappai, danke schön! Wie frech sie ist, Sarah Lakonia! Man dachte, sie ist sympathisch! Heiligsbeche, danke schön! In dein Gesicht! Die hat zwar lange Nägel, ne? Dafür braucht sie wahrscheinlich einen Waffenschein, aber ich glaube nicht, dass sie sich für einen Babylöwen ausgezogen hat, oder, Leila? Ne, nicht so wie du. Du bist ein Müllkornfilter, du chillst da. Boah, ich sag euch ehrlich, Leute, ne, eigentlich ein bisschen ist das Freund, so. Sie chillt mir. Sie chillt mir im Müllkornfilter, Monaco im Jahr. Ey, hör mir mal zu. Ich hab dich noch nie bei dir in der Rangliste gesehen, wallah. Ich war komm, Juju, wer führt da Frieda 100 Punkte? Ich war Platz 8. Was geht? Warst du schon mal Platz 8? Warst du schon mal Platz 8? Nimm an! Warst du schon mal Platz 8? Nein, ich will, dass du es beantwortest. Warst du schon mal in den Top 10? Warst du Top 10? Warst du Ende der Woche Top 10? Ich war! Der irgendwelche Ende der Woche! Irgendwelche Ängste, die du haben sterben lassen! Ja, komm! Komm, komm, komm! Sie war noch nie in der Top 10 und redet! Wie lange machst du denn schon TikTok? Wie lange machst du denn schon TikTok? Ich mach das seit 3-4 Monaten! Seit 3-4 Monaten! Ich hab mehr Zuschauer wie du! Ich hab mehr Zuschauer wie du! Ja, diese Zuschauer, alle 80 Leute in dir rein! TikTok stoppt dich! Leute, hört mir zu! Hört mir mal zu! Ich? Nein, Mucke. Mucke, hör mir zu. Was sagt Mucke? Was sagt Mucke? Ich kenn Mucke, mach dir keinen Kopf. Was sagt der? Denk nicht, ich kenn deinen Mucke nicht. Ich weiß ganz genau, wer Mucke ist. Junge, ja? Weißt du, was du bist frech, ist? Wow, ich nehme dich nicht 1% ernst. Like, ich nehme dich nicht ernst. Ich krieg Angst von dir. Du weißt doch, an wem du mich erinnerst? Kennst du diesen Film? Kennst du diesen Film? Der Typ mit diesen Krallen, du erinnerst mich an ihn. Was ist das für Nägel? Amanachem, die war einmal Top 10 bei TikTok Livestreams, Bruder, in Deutschland. Wallah, die denkt, die hat fast Ballon d'Or gewonnen, du. Ey, Ribayo, Amanachem, du hast in deinem Leben nichts geschafft. Nix. Anderen, du, keine Ahnung. Die chillen da einfach. Die chillen. Die drehen Däumchen. Ja, Leute, wallah, das geht so nicht. Wallah, das ist so peinlich, ne? Ich geh so oft zu Pepi. Ich gehe so oft zu Pepi, ich schieße bei ihm. Ich habe ihn heute Auto geschickt für 3000 Punkte. Heftig, Alter. Ich habe heute einen Fuffi geschmissen. Ich bin nicht so ein Mensch, ne? Wenn jemand meine Hilfe braucht, ich sehe, okay, er ist mit jemand Frechen oder mit jemand Freches unterwegs, ich helfe. Aber krass, ja? Nee, Alter, ihr habt mich aufgeregt. Sag ich euch ehrlich. Maschara, ja? Gestern hat ein einziger Mann 4 Löwen geschmissen. Was soll er denn sagen? Was soll er denn sagen?
Sagt mir No Name. Like. No Name macht seit 3-4 Jahren TikTok, hat nicht mal so viel Zuschauer wie ich. No Name, alles klar. Platzt. Platzen alle auf mich. Aber warum, die redet die ganze Zeit über ihre Nägel, ne? Ja, nee, red doch mal über deine Outfits, red doch mal über dein Benehmen auf dieser Plattform. Ja, nee, warum redest du die ganze Zeit über die und dann sagst du zu mir, ich mach nur Videos über Leute, wie ich sie erniedrige? Was machst du denn die ganze Zeit? Ich hab nicht einen anständigen Livestream von dir gesehen. Hab ich nicht. Erzähl doch mal den Leuten, was du so abgezogen hast. Du Berliner Vape, Alter. Jeder hatte dich schon im Mund. Im Grunde genommen wird der Mund genommen. Sag mir No Name. Like. No Name macht seit 3-4 Jahren TikTok, hat nicht mal so viel Zuschauer wie ich. No Name, alles klar. Platzt. Platzen alle auf mich. Junge, niemand platzt auf dich. Du bist ein Niemand, du bist ein Nix. Du hast in deinem Leben nichts geschafft. Du bist ein Nix, du hast keine krassen Zahlen oder so. Ja, nee, du bist wirklich nichts. Aber wir geben dir einen besonderen Platz auf diesem Kanal, tamam? Leute, mit Ansage, schaltet die Glocke ein, um nichts mehr zu verpassen. Leila, versprochen, gib mir ein paar Tage. Tamam, wir sehen uns. Ne? Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Ne? Mal gucken, ob dir das überhaupt zu nahe geht. Ne? So wie du das immer sagst, dass dir das ja nicht zu nahe geht. Aber wir werden sehr viel Spaß mit dir haben. Im Grunde genommen wird der Mund genommen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns die Tage. Wie gesagt, ciao. Ciao. Leck meine Eier. Im Grunde genommen wird der Mund genommen. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosen.